Und ja, ich hoffe, wir kommen jetzt schnell an die Reihe, an die Rampe, Paletten runter. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Guten Tag wünsche ich euch allen. Ja, wir haben es soweit. Ist 15 vor 3 englischer Zeit. Wir fahren jetzt langsam los Richtung Abladestelle. Ja, werden so eine Stunde früher als der Termin ist ankommen. Einfach mal sehen, ob die uns vielleicht schon abladen. Also er hat gestern gesagt, ich soll es eine Stunde früher versuchen. Das machen wir jetzt auch. Wir haben circa, es sind 11 Kilometer. Und wir haben circa 15 bis 20 Minuten Fahrzeit. Also wir sind jetzt in Hatfield angekommen, im Business Park. Die Navi sagt nein, fahr da nicht hin. Gestern bin ich da auch hin. Das Problem ist halt, dass ich keine Möglichkeit habe, die Straßennummer, also die Hausnummer einzugeben. Deswegen musste ich erstmal fragen, wo die Firma ist. Bin da aber auf sehr nette Leute gestoßen, die mir gleich sagen konnten, weil es auch wirklich eine Riesenfirma ist. Und man hat mir dann gleich gesagt, Paletten müssen wir hier runternehmen. Und ja, ich hoffe, wir kommen jetzt schnell an die Reihe, an die Rampe, Paletten runter. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.
So wäre es nicht. Rampe gleich bekommen. Jetzt müssen wir uns an die Rampe stellen. Schlüssel, Papiere abgeben und im LKW warten. Rampe 28. Mein Käse nicht vergessen. Ist besetzt. Ah, der macht da Pause. Ja, cool. Tut mir leid, mein Freund.
So, jetzt haben wir es geschafft. Papiere reinbringen, Schlüssel abgeben, warten. So, abgeladen ist. Jetzt müssen wir mal sehen, wie dieses gesichert haben. Oh ja. Sagen wir es mal so. Die Ladung war gut gesichert, wenn wir nicht fahren würden. Da wir aber fahren müssen. Ich habe einfach die Stangen irgendwie. Naja. Aber es ging schnell, also wir haben jetzt hier knapp eine halbe Stunde oder 45 Minuten verloren. Das ist natürlich super. Der wollte jetzt alles Mögliche nochmal haben an Nummern. Sag ich ja, jetzt die Referenznummer, ich habe die nicht ganz mal nachschauen. Warum steht in den Papieren dein Kennzeichen nicht? Sag ich, weiß nicht. Weil dein Kollege das Stück C mehr genommen hat, wo stand. Naja. So weit, so gut. Zur dritten Abladestelle fahren wir jetzt. Morgen früh 6 Uhr, Fixtermin, Abladetermin. Wir haben 221 Kilometer. Und wie schon mal erwähnt, ja, ich schwitze, ja, ja, klar. Abnehmen muss man, schon klar. Wie schon erwähnt, es ist auf der bei Bristol. Das ist im Westen Englands. Mit Blick auf Amerika. Also wer einen guten
gutes Sehvermögen hat, der kann vielleicht Amerika sehen. Ich gehöre nicht dazu. Hier alles die Firma, wo wir jetzt waren, also wirklich Riesenteil. Die haben da eigene LKWs, ich weiß nicht, wie viele rumstehen. Eigene Werkstatt drin. Und was auch noch interessant ist, die machen hier den Verteilerverkehr, ja, Porsche, super. Alles Totalschaden, alles Neuwagen mit Totalschaden. Lenkrad rechts. Schade, schade. Was wollte ich sagen? Ja, was interessant ist, die machen den Verteilerverkehr. Die haben da zwar ein paar 7,5 Tonner und vielleicht 12 Tonner stehen, aber das meiste machen die mit ganz kleinen Aufliegern, also mit ganz kurzen Aufliegern, zweiachsigen. Was können die an Länge haben? Jetzt muss man ein bisschen nachdenken. Der hat vielleicht hinten 2 Meter, vorne 2 Meter, vielleicht 7, 8 Meter Innenlänge oder so. 18 bis 20 Palettenstellplätze, so ein Auflieger. Und da haben sie zig, weiß nicht wie viele davon stehen. Ist interessant. Ja. Kommt euch auch mal so vor, ihr tut den ganzen Tag nur rumliegen. Dann müsst ihr dauernd gähnen. Also wenn mich jetzt der BRG anhalten würde, würde er sagen, ja Herr Lehrer, Sie sehen auch ganz schön müde aus. Ja, aber bin ich nicht. Ja, aber Sie sehen auch ganz schön müde aus. Es wäre vielleicht gut, wenn sie sich hinstellen. Ja. Obwohl ich mal kurz, weiß nicht, 19 Stunden Pause gemacht habe. Und geschlafen habe ich auch ganz gut. Also ich habe mich, wann war das? 11 Uhr hingelegt. Und heute Morgen 8:30. Ja, also man kann schon sagen, dass ich ausgeschlafen bin. Was die Beschilderung angeht, bei denen finde ich zum Beispiel interessant, dass die jetzt einfach hinschreiben, Süden, Norden, Westen, Osten, das finde ich eigentlich ganz gut, weil dann weißt du ja erstmal, du musst dich nicht jetzt auf direkt auf Städtenamen und so konzentrieren. Sondern fährst erstmal Richtung Norden, wenn du in den Norden willst. Also, wir sind jetzt 8,8 Kilometer vom Ziel entfernt. Jetzt kommt gerade unsere Ausfahrt. Es ist 19.40 Uhr englischer Zeit. Ich denke mal, in 15, 20 Minuten sollten wir die Firma finden. Und ich hoffe, dass wir auch dort irgendwo übernachten können. Wenn nicht, ja, dann müssen wir suchen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass irgendwo bei der Firma, dass es da eine Parkmöglichkeit gibt.
ich glaube, da hinten ist das Meer. Sieht man jetzt so zwar nicht, aber ich glaube, das ist es nur vom Nebel. Sieht man es nicht. Noch einen Meter vorgefahren, hätte ich es gesehen. Jetzt können wir aber auch fragen, ob die vielleicht uns abladen. Das wäre natürlich traumhaft. Schön. Naja, Fragen kostet ja nichts. Ich wollte nur fragen. Das war jetzt eine schwere Geburt. Ich frage ihn, ob ich jetzt abladen kann. Nein, erst um 3. Ich sage, ich geht nicht. Ich kann entweder um 6 oder jetzt. Nee, jetzt hat er schon 5 LKWs vor mir. Und ich soll um 3 kommen. Sage ich, nein, ich kann nicht um 3 kommen. Ich kann entweder jetzt und dann oder um 6. Dann schaut er mich so an. No, nein, wir haben jetzt keine Zeit. Wir schaffen es nicht. Aber ich kann um 3 kommen, sage ich. Also ich sage ja nicht, dass ich perfekt Englisch spreche, aber es reicht definitiv. Es reicht definitiv aus. Aber nein, sage ich ihm, ich muss 9 Stunden Pause machen. Jetzt ist 8 Uhr. 9 Stunden Pause ist 5 Uhr. Also frühestens kann ich um 5 Uhr kommen. Ja, okay, dann komm um 6. Okay, dann komme ich um 6. Wahnsinn. Ich stelle mich da jetzt einfach hin. Hier vorne, da gibt es noch ein paar Kollegen, die haben sich, das ist auch, das ist ein Gehweg, aber die stehen da alle. Dann mache ich das einfach auch. Oder? Ja. Ja. Das passt doch.
passt doch. Also wenigstens kann keiner sagen, dass es an Kreisverkehren und Wendemöglichkeiten fehlt in England. Das ist ja wohl... Also, da sind sie ja wahrscheinlich Weltmeister. Würde ich mal sagen. Gut, die Franzosen sind auch nicht schlecht. Kreisverkehr finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, wenn die Leute wissen, wie man sich drin benimmt. Also zum Beispiel jetzt mit Blinken beim Rausfahren und so Sachen, da kann man wirklich den Verkehr also doch ganz schön beschleunigen. Aber also bei uns in Kroatien ist es, sagen wir mal, Neuland. Und also Blinken und so Sachen, das kannst du ganz vergessen. Das versteht da keiner. Okay, jetzt gehen wir erstmal parken. Das gefällt mir so. Schluss für heute. Pause. Fenster lassen wir ein bisschen offen. Luft brauchen wir ja auch. Also, dann wünsche ich euch eine gute Nacht und sehen wir uns morgen wieder.